Lass uns Ende machen. Ich gehe jetzt einfach, was weiß ich, Mitte durch oder so? Ja, lass uns einfach durchgehen schnell. Who's that Pokémon? No way for you! Wir hätten so getryhardet im Earth, ja. Alright, auf das nächste hier. Perfekt. So viele Leute, die um die Uhrzeit noch mitspielen wollen. Habt ihr keine Schule, Kinder? Oh, Graves ist free. Jetzt zeige ich euch mal einen Hyper Carry, ey. Jetzt zeige ich euch mal einen Hyper Carry und einen halben. Das ist so broken, Graves. Das ist so broken, Graves. Alter, wer rollt den Schako weg? Oh, das ist so sad, ne? Wir hatten so gute Champs. Ich glaube, jetzt habe ich den brokensten Champ im gesamten Earth bekommen. Ich glaube, Fiora ist gleich der brokenste Champ in Earth, wenn ich mich nicht täusche. Ne, ihr könnt euren Gangling ganz behalten, ey. Den will keiner sehen im Earth, ey. Ich weiß nicht, ob es einen Champion gibt, der brokener ist als ich. Okay. Vitalize. Unplating vielleicht? Ich weiß nicht, was man hier Secondary nehmen würde. Conditioning? Ne, es macht keinen Sinn, oder? Einfach so. Was hat ein Impact? Macht auch nicht viel Sinn. Vielleicht so. Stimmt. Für Joa Skin nehmen wir denn? Pool Party. Können wir die Nudel schwingen hier? Noe, schaust du dir heute noch die neue Perf Exile-Liga an? Wie gesagt, ich spiele kein Perf Exile mehr, weil das so sehr auf die Hand geht, weißt du? Und ich möchte meine Hand so viel wie möglich schonen. Deswegen spiele ich kein Perf Exile mehr. Weil das wahrscheinlich auch der Grund ist, warum meine Morse-Hand. Also, ich habe praktisch nach einer exzessiven Perf Exile-Session war die Hand kaputt. Dementsprechend lasse ich das lieber. Da lasse ich meine Finger von. Ich möchte meine Hand schon Kartus in Earth. Ja, die Maushand ist das Problem. Die andere Hand ist völlig in Ordnung. Es ist nur die Maushand, Leute. Es gibt auch Builds, bei denen du nicht viel klicken musst. Du musst bei PerfXA musst du immer viel klicken. Da kann mir keiner erzählen. Allein wenn es ums Looten geht, du hast ja 30 Millionen verschiedene Sachen, die du aufheben möchtest. Wenn du da Z ist actually auch sehr broken, by the way. Der hier. Der ist auch sehr, sehr broken. Wukong auch. Das wird actually Spaß. Und Mauka ist auch gut, oder? Das ist actually ein spannendes, das ja. Ich weiß nicht, Lilia könnte auch eklig sein. Ich hätte nicht Ignite nehmen sollen, sondern wahrscheinlich Exhaust oder Ghost oder Cleanse oder so. Die Frage ist, was bauen wir? Was bauen wir auf unserer Fiora, Leute? Das ist die wichtige Frage. Was wird hier gebaut? Ne, da hat er sein Team dabei, Wie scary ist, wie unfair ist das denn? In dem Game-Modus. Schau mal, Purple, nimm mal einen Haken her. Okay, da sind... Ein Tippstuhl, was machst du denn da? Alter, ich bin schon zweimal tot, ne? Aber wenigstens haben wir einen bekommen. Alles klar, jetzt kann ich mitgehen mit 0-2. Sehr gut, Leute, sehr gut. Das wird unser Gegner. Nice. Haben wir es spannend gemacht, ja. Will, glaube ich, einfach viel Lifesteal haben hier. Und man könnte wahrscheinlich auch sowas wie Crit könnte auch funktionieren. Ihr müsst, also, sobald ihr ungefähr Level 3 seid, ist Piora ziemlich broken. Muss ungefähr Level 3 werden. Okay. Alter, bin ich bad, Warum fällt ich denn nicht hinter sie, dann ist sie tot. Ich glaube, ich gehe Blade of the Rune King, oder? Oder gehe ich Sheen zuerst? Vielleicht gehe Blade of the Rune King. Oder wir gehen zuerst Ravenous Hydra, das könnte auch gut sein. Ich habe immer einen sehr intensiven Playstyle hier in Earth, ja. Das mache ich eigentlich immer. Impact über Int. Lilia könnte auch sehr lustig sein, wenn er einfach voll denkt geht, oder? Ja. Mit Bramble und so sollte der, glaube ich, spielen, ne? Okay, Not gegen Elend hier. Ja, wie schnell die ist. Ja, schöne Arbeit, Mr. Krang. Sehr, sehr gute Arbeit. Da rotiert er wieder ab, so leben wir ihn. Ich weiß immer noch nicht, was hier der Build ist, der Beste. Okay. Okay, 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 Mate. Okay. Muss ich dann irgendwann mal basen? Mm-hmm.
ist so broken, ne? Es ist einfach so Bullshit, Biora in Earth. Ich werde denen ihr gesamtes Team gleich töten, ne? Ohne irgendwas, das die machen können. Es ist so bescheuert, ne? Das bei allen Champions, die so invulnerable werden können. Vladimir zum Beispiel ist auch so einer, ne? Da komm doch vorbei und text mir den Tod. Das kann ich überhaupt nicht leiden, du. Das kann ich aber überhaupt nicht leiden, ja. Ja, ja, jetzt zieh nur ab da, Kollege. Ja, so. Da war ja noch einer. Da bin ich auch. Das war sehr dumm von mir. So, okay, dann lass uns mal kurz Items holen gehen. Soll ich Sandra gehen vielleicht? Schon, oder? Sandra sieht... klingt gut. Und dann nehmen wir uns das hier und dann machen wir Ende, würde ich sagen. Let's go. Das reicht. Lass uns Ende machen. Ich gehe jetzt einfach, was weiß ich, Mitte durch oder so? Ja. Lass uns einfach durchgehen schnell. Ja. Wieder Full Life. Klasse. Sehr balanced. Ja, sehr balanced. Komm mal, finish. Geh mal durch. Kein Problem, Jungs. Schön. Gut gegroupt. Und gut, das ist eine schöne Laning-Phase, so. Das ist einfach, du kannst nichts gegen Pyroman. Es gibt nichts, was so broken ist in Earth. Es gibt einfach nichts, was so broken ist wie diese Scheiße. Ja. Wir sollten jetzt wahrscheinlich rausgehen. Oh, nice. Können wir spät, Mr. Blitzcrank. Ist die Frage, welche Boots wir hier wollen. Wahrscheinlich killt uns am ehesten der Set, oder? Könnten sowas wie Wits End vielleicht bauen? Sehen, der Tech-Speed ist sehr, sehr gut. Das kann ja sein, dass wir Bot dahin durchgehen. Hier ist nächstes den Turret. Nice, nice, nice. Oh, ich bin bad. Da war nicht gut. Da war nicht gut, Verwirr. So, ich muss jetzt eigentlich nur noch tanky werden hier, ne? Ich muss eigentlich nur noch irgendwie tanky. Wie werde ich denn tanky? Ich brauche so ein bisschen Armor-Items. Soll ich Defense gehen? Defense klingt ziemlich gut. Ich jetzt so ein bisschen mehr Armor. Oder ich gehe einfach Blades. Ist auch okay, ehrlich gesagt. Macht jetzt nicht so wirklich tanky, aber ist lustig. Gehen wir als nächstes oben durch. Hullbreaker. Wie kostet ein Hullbreaker? 2,8. Können wir kurz in der Base abwarten? Da müsst ihr aber mein Team jetzt halt alleine lassen mit Hullbreaker. Das ist echt ein cooles Item hier. Müsst ihr mich aber alleine lassen, ne? Ich mach dann einfach mein Ding auf der Sideline. Lass uns hier mal Ende machen unten. Da. Das zählt. Fällt man den Nash gerade, die Gegner? Ihr habt das, ne? Vertraue ich da. Voll und ganz. Denn das nicht, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Okay, wir bauen nicht mehr Defense. Wir könnten einfach mehr Defense bauen, dann wäre das, also dann wäre das einfach, aber ich sollte das ohne Defense hinkriegen. Wir bauen noch mehr Damage einfach. Wir bauen einfach noch mehr Damage. Ich hätte eigentlich hier zu dem Zeitpunkt 1v5 machen können. Das ist nicht gut, dass ich das nicht kann. Ich könnte vielleicht Bloodfirster gehen, oder? Das klingt gut. Ja, ein bisschen das extra Schild wenigstens. Dann können wir irgendwann Witz dann auch noch verkaufen für irgendwas anderes. Sehr gute Arbeit, Team, by the way. Der exquisit gelöst. Ja, die Lisandra macht einen richtig guten Job, ja. Nice. Halt, was?
Ich habe mich nicht so gut gespielt, die Runde wieder. Aber dazu kein. Da war jetzt ein sehr kurzes. Ob wir so jetzt aufhören können? Na gut, es ist 1.30 Uhr, ne? Ha. Alright, well played, meine Damen und Herren. 9 Stunden Stream. Ich sollte jetzt wirklich aufhören, damit wir morgen wieder fit sind. Wir sind jetzt Rang 11 heute gekommen. Sehr, sehr gutes Resultat. Niski ist leider schon über 1100 LP, also der gibt wirklich Vollgas. Haut rein. Ciao, ciao.